Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Lion's Song. Und wir spielen jetzt Episode 2, die Anthologie. Neu starten. Ja? Wien, Kaiserin Elisabeth Bahnstation. Also Frieda, du wirst anständig sein, während ich weg bin. Dich jeden Moment nach mir verzehren. Oh ja, Paul. Jeden Moment. Warum glaube ich dir nicht? Warum glaube ich nicht, dass du mir treu bleiben wirst, während du weg bist? Ach naja. Wir hatten eine schöne Zeit, oder nicht? Ja, hatten wir. Alles einsteigen für Wien Hauptbahnhof. Nächster Halt Wien Hauptbahnhof. Nächster Halt Wien Hauptbahnhof. Letzter Halt, wer weiß. Geh. Bevor ich dich tatsächlich anfange zu vermissen. Das wäre natürlich tragisch. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Natürlich. Hier ist mehr als genug Platz. Wien, eine Straße in der Innenstadt. Ich komm schon, Großvater. Da ist eine Katze. Du hast versprochen, dass du mich vorstellst. Ja, ich weiß. Hast du deine Meinung geändert? Wie weit ist es noch? Hast du deine Meinung geändert? Da ist es gleich hier. Oh. Klimt? Die anderen? Werden sie da sein? Du weißt doch, was ich von diesen Leuten halte. Ich weiß. Ich schätze es sehr, dass du das für mich tust, glaub mir. Meine verehrten... Ach, verdammt! Ah! Und diverse andere Anwesenden. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich präsentiere die zwei Markerts. Der Bergsteiger und der Maler. Vom Moos. Meine Damen und Herren, der junge Franz hier ist ein Maler, den ich am falschen Ufer der Donau gefunden habe. Oh, wo ich ebenfalls lebe. Genau genommen habe ich eines seiner Bilder gefunden. Sehen Sie, der junge Maler ist wie ein Löwe. Stark und wild. Und immer auf der Jagd nach einem besseren Bild. Ich hoffe, ein geeignetes Modell auf dieser Versammlung zu finden. Was hast du mir erzählt, Franz? Du kannst in die Seele der Menschen blicken? Nein, Gustav, das wäre vermessen von mir. Nur Gott kann in die Seele eines anderen blicken. Die Persönlichkeit eines jeden besteht aus Facetten. Nein, Gustav, das wäre vermessen von mir. Franz, hier hat einen seiner Bilder aus dem Fenster geworfen und hatte mich fast damit erwischt. Und auf eine gewisse Weise hat es das auch. Sie sind bereits alle vertraut mit dem Bild, von dem ich sprach. Da hängt es, Frau mit Violine. Obwohl wir alle ihre echten Namen sehr wohl kennen. Wenn sie die Energie haben, lassen sie uns diese vielversprechenden Maler in unsere Mitte aufnehmen. Wen werden Sie jetzt nächstes Mal, Franz? Ja, wen? Einen der Herren, eine der Damen vielleicht. Ich werde es Ihnen nicht verraten. Einen der Damen vielleicht? Franz Markerz. Mann mit Alters.
ist in einer Konversation mit der jungen Dame draußen vertieft. Okay. Im Gespräch anschließen. Entschuldigen Sie mich, Alphonse. Was? Entzückendes Dekolleté. Werde ich ganz rot. Kannst du deinen Großvater nicht malen? Hast du Spaß, mein Junge? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Mir geht es gut. Wie hältst du dich? Mir geht es gut. Wie hältst du dich? Um ehrlich zu sein, gut. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich muss mir mein nächstes Modell sicher sein. Meine Karriere könnte davon abhängen. Viel Glück auf deiner Jagd. So ein Kavalier, ja. Okay. Klimt. Komm nicht auf dumme Gedanken. Ich werde nicht dein nächstes Modell. Wie wählst du deine Modelle? Ich wähle die Person, mit der ich Zeit verbringen will. Wer auch immer meine Bedürfnisse am besten erfüllt. Deine Bedürfnisse? Ich habe das Bild in meinem Kopf schon bevor ich anfange. Ich will der Welt die Facette zeigen, die ich sehe. Dann muss dein nächstes Modell jemand Interessantes sein. Gibt es sonst noch was? Wir sprechen uns später. Habe ich einen guten ersten Eindruck gemacht? Sie lieben dich. Du wirst hier perfekt hineinpassen. Gibt es sonst noch was? Wir sprechen uns später. Herr Moritz, entschuldigen Sie mich bitte. Josef wartet schon auf mich. Market? Wie viel sind Ihre Bilder wert? Um wie viel verkaufen Sie sie? Sind Sie interessiert daran, eines zu kaufen? Ja, Frau mit Violine da drüben. Sagen Sie, war sie ein echtes Modell von Ihnen? Sie sieht dieser jungen Komponistin sehr ähnlich. Dörf heißt sie, oder? Dieses Bild ist bereits vergeben, tut mir leid. Ein Gast wird in Südbohmen. Meine Güte, ihr Ruf verbreitet sich rasant? Nicht wirklich. Es hat sentimentalen Wert für ihn. Sentimentalen Wert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Es ist so süß! Ich hab Gänsehaut, oh fuck! Oh mein Gott, ich hab richtig Gänsehaut! Oh mein Gott! Er hat es einfach... Ich habe den Namen von ihm vergessen. Oh mein Gott, wie süß. Natürlich hat es sentimentalen Wert für ihn. Wird nicht der Erfolg eines Künstlers gemessen, wie alle Dinge, in Geld? Denken Sie nur an Geld? Gehen Sie nicht zu hart mit mir um, junger Mann. Ich bin ein Handelsbankier. Wir sind nun mal so. Wie messen Sie Erfolg? Künstlerischer Erfolg ist eine Version. Wahr und treu zu bleiben. Es ist nichts, was man messen könnte. Erfolg wird an der Menge von Anhängern bemessen. Künstlerischer Erfolg ist eine Vision. Wahr und treu zu bleiben. Aha. Wahrheit. Stimmt es, dass Sie... Ach, verdammt! Blablabla, für Ihr nächstes Bild erwägen. Würden Sie mich malen, markiert? Ich werde auf jeden Fall Ihr großzügiges Angebot bedenken. Entschuldigen Sie. Vielleicht haben Sie recht. Ich will... Es ist eine Konversation mit der Dame draußen. Ja, wieso darf ich mit denen nicht reden? Muss ich echt mit denen? Ah, markiert. Ihre Kunst ist sehr neu, nicht? Freilich, er ist sehr neu. Aber ja, wirklich. Wunderbar neu. Danke. Haben Sie sich schon für Ihr nächstes Modell entschieden? Noch nicht. Wenn Sie mich entschuldigen würden. Verheiratet, Alphonse. What? Fräulein, weichen Sie mir aus. Er markiert, folgen Sie mir. Ja.
Könnten Sie bitte damit aufhören? Es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen, Josef. Hast du Spaß, mein Junge? Kann ich dir irgendwie helfen? Fällt dir jemand ein, mit dem ich sprechen sollte? Ich schlage vor, du redest mit Fräulein Lawitz, der Kunstkritikerin. Das ist sie, da drüben, im roten Kleid. Von allen Leuten hier ist sie die interessanteste. Woher kennst du die Fräulein Lawitz? Woher kennst du Fräulein Lawitz? Ich kenne sie seit Jahren. Sie ist eine gute Freundin, aber eine sehr harte Kritikerin. Bis später, Großvater. Viel Glück auf deiner Jagd. Ja, irgendwie finde ich die auch gerade am interessantesten. Entschuldigen Sie mich bitte. Du bleibst jetzt da, Mädel. Hier sind wir wieder, ringsherum. Ich fühle mich, als wäre ich auf dem Riesenrad. Das Riesenrad. Ich würde gerne von vorn anfangen. Mein Name ist Franz Marquardt. Mein Name ist Greta Lavinstack. So, sonst noch irgendwas? Was? Hören Sie... Ich spreche mit Ihnen aus Respekt für Josef, aber ich kann weder Sie noch Ihre Arbeit respektieren. Wie bitte? Entschuldigung, es ist nicht Ihre Schuld. Schon in Ordnung. Was halten Sie von meinen Bildern? Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Ja. Das Bild ist lächerlich. Es ist so offensichtlich, was Sie versuchen. Ist es das? So offensichtlich, wie die fehlende Finesse. In Expressionismus fehlt der Ausdruck. Aber ich... Sie sind zu jung, um zu unerfahren. Entschuldigung. Oh. Also wenn Sie mich entschuldigen... Er ist in einer Konversation mit der jungen Dame. Dann gehe ich auch mal raus. Ich will scheinbar sie malen. Gehen, Franz. Nicht, bevor ich nicht mein nächstes Modell gefunden habe. Aber ich will die anderen nicht malen. Ich finde den voll scheiße oberflächlich. Mit denen kann ich nicht interagieren. Mit denen darf ich auch nicht mehr reden. Sehen etwas in mir nicht wahr? Vielleicht, aber es gibt noch andere Möglichkeiten im Salon. Ich muss mir sicher sein. Sie verstehen? Natürlich, natürlich. Sie müssen sich ihre Zeit nehmen. Kann ich mir von meinem Großpapi vielleicht... Hast du Spaß, mein Junge? Kann ich dir irgendwie behilflichen später? Nein, kannst du nicht. Okay. Ich will den nicht zeichnen. Ich finde den nicht toll. Und die kann ich auch irgendwie gar nicht zeichnen. Ich kenne diesen Blick. Der Löwe ist auf der Jagd. Wir sprechen später. Okay, wow. Und haben Sie sich entschieden? Werden Sie mich malen? Einfach so, ich kenne Sie noch nicht einmal. Bin ich denn erfolgreich genug für Sie? Ich weiß nicht. Was meinen Sie? Wie soll ich das erklären? Ah, es ist wie nach Gold zu graben. Sie haben meine Aufmerksamkeit. Ein Minenarbeiter enthüllt Schichten Erde und Stein und sucht nach dem Gold. Ich muss Facetten ihrer Persönlichkeit enthüllen. Ich verstehe die Analogie, aber ich denke, Sie sollten bei der Malerei bleiben. Sie wären ein schlechter Minenarbeiter. Ich bin mir sicher, Sie haben recht. Ich gebe zu, ich dachte, ein Bankier wäre die letzte Person, die verstehen würde. Wir sind uns viel ähnlicher, als ich dachte. Mehr denn je möchte ich, dass Sie mich malen. Wie ist Ihr Name? Reinhard Moritz. Zu Diensten. Gibt es sonst noch etwas, das ich Ihnen erzählen kann? Wie viel sind Sie wert? Haha. Sagen wir einfach, der Bank geht es sehr gut. Was machen Sie mit dem ganzen Geld? Ich investiere es. Neue Betriebe? Wenn dies einen Nutzen sowohl für mich als auch für die Gesellschaft bringt, eine hochinteressante Unterhaltung. Habe ich Sie überzeugt, mich zu malen? Einige Facetten tiefer? Finden Sie vielleicht einen
gierigen, lügenden Bastard. Ja, vielleicht. Aber auch Modelle mit Makel können zu interessanten Porträts führen. Wenn Sie mich entschuldigen würden. Darf ich den malen? Herr Moritz. Markiert. Sie wollen einen meiner Bilder kaufen. Ich würde sie gerne malen. Meiner Bilder kaufen? Ja, sehr gerne. Ich könnte nachsehen, ob ich etwas finde in meinem Atelier. Einige Skizzen vielleicht. Das wäre wundervoll. Ich bin mir unsicher. Ich finde den halt am interessantesten. Und den finde ich halt übelst... Sie sehen etwas in mir, nicht wahr? Vielleicht, aber es gibt noch andere Möglichkeiten im Salon. Vergessen Sie die anderen. Meinen Sie mich? Meinen Sie meinen strahlenden Körper? Das perfekte Motiv, nicht wahr? Freilich, so kräftig. Ja, wirklich, perfekt. Wie lautet Ihr Name? Leutnant Alfonso Bock, 49. Infanteriebrigade seiner Majestät. Ein Leutnant. Ja, wirklich. Und ein Kunstliebhaber. Ein Kunstliebhaber? Meine Anwesenheit, ihr sollt das bestätigen. Was ist Ihr Lieblingsbild? Dané von Klimt. Es ist sehr gut. Aber, ja, ist es. Hey. Wer ist Ihr Lieblingskünstler? Ich, so viele großartige Künstler in Österreich heutzutage. Aber ich muss sagen, Klimt. Warum lacht er da drüben? Kennen Sie viele Leute in der Kunstszene? Natürlich. Aber ich möchte Sie kennenlernen. Vielleicht während Sie mich malen? Ich wäre nicht so voreilig. Modell stehen bedeutet steif bleiben. Modell stehen bedeutet lange Stunden der Steifheit. Die Steifheit wäre kein Problem für mich. Ui, aber ja, ist es nicht. Was? Naja, danke, dass Sie mit mir gesprochen haben. So viele Möglichkeiten. Markiert. Entschuldigen Sie mich. Mit denen darf ich nicht mehr... Also keine Ahnung, ich würde vielleicht den am ersten malen, auch wenn ich den ein bisschen Geld geil finde und so. Aber ich finde es besser, wie so ein... Also in meinen Augen wirkt der wie so ein Frauen-Weiber-Held-Gedöns. Es wäre zwar an sich das perfekte Motiv für einen starken Menschen wieder zu präsentieren, aber I don't like this. Ich würde sie gerne malen. Ah, ich fühle mich geehrt. Wo und wann? Mein Atelier. Sobald es Ihnen möglich ist. Wunderbar. Ich sehe sie dort. Okay. Dann lass uns gehen. Dann komm. Oh, ich hatte beinahe auf Großvater vergessen. Großvater, ich habe mein nächstes Modell gefunden. Gut, also können wir gehen. Ich wäre soweit. Ja, lass uns gehen. The Lion's Song, Episode 2, Anthologie. Oh, okay. Salon und mein Atelier. Wir wollen zu meinem Atelier. Hallo? Ah, okay, ich laufe gerade noch. Okay, das ist süß gemacht. Holy fuck, I love this game. It's fucking cute. Klopf, klopf. Mein erstes Gemälde. Ich habe es von der Wand genommen, aber ich bringe es nicht übers Herz, es wegzuschmeißen. Guten Tag. Bitte setzen Sie sich, Herr Moritz. Ein Divan. Man hat mir erzählt, dass der Psychoanalyst Freud ebenfalls einen bereitstellt für seine Patienten. Die Kleider, die Sie gewählt haben, passen gut. Sie sehen heute sehr gut aus, Herr Moritz. Wahrhaft erfolgreicher Bankier. Ausziehen. Was? Nein, danke. Sie sehen heute sehr gut aus, Herr Moritz. Wahrhaft erfolgreich Bankier. Ich erwarte, dass alle Porträtmaler ihren Modellen so schmeicheln. Daher sei das Honorar erhöht. Ui.
Fühlen Sie sich wohl? Mit Verlaub, ich denke, ich werde stehen. Sie müssen doch auch stehen. Haha. Ich hatte noch nie ein Modell, das sich um meinen Komfort sorgt. Ich versichere Ihnen, ich bin es gewohnt zu stehen. So haben wir ein notwendiges harmonisches Verhältnis, denke ich. Wenn Sie bereit sind, können wir beginnen. Würde es Sie stören, wenn ich Ihnen einige Fragen stelle, während ich male? Nur wenn ich Ihnen ebenfalls Fragen stellen darf, dann ist es eine Konversation. Anstatt eines Verhörs. Wenn Sie das möchten, dann fragen Sie los. Sind Sie in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen? Ich würde gerne sagen, dass ich einen bescheidenen Hintergrund hätte. Meine Geschichte wäre weitaus interessanter, aber ich muss zugeben, als ich geboren wurde, wurde mir ein silberner Löffel in den Mund geschoben. Um wie viel verkaufen Sie üblicherweise Ihre Bilder? Okay, aber wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dann und bye bye!